Hey Leute, willkommen zurück zu Let's Play Resident Evil 2. Im letzten Part hatten wir das Hauptspiel durchgespielt, quasi mit Claires Kampagne. Haben wir jetzt das wahre Ende auch gesehen, aber es gibt noch The Force Survival Tokyo und The Ghost Survival. Trotzdem ist es ja chronologisch erst nach denen zwei, deswegen werde ich es auch in der Playlist erst nach denen zwei hier finden. Force Survival ist mit Hank, das ist tatsächlich ein sogar Fan-Favorite. Ich weiß nicht mal, wie er aus. Doch, das weiß man. Aber Story oder so, zumindest nicht, dass ich das verstehe. Ich persönlich nicht, warum das ein Fan-Favorite ist, aber warum nicht? Also starten wir. September 1998, Umbrella, private Spezialeinheit USS, greift das geheime Labor Nest an, also kein Testament. Die Soldaten der Einheit schauen einen der Männer und an und lachen, egal wie schwer die Mission ist, wir überleben. Und selbst wenn die ganze Einheit raufgeht, er kommt immer zurück. Der Gevater Tod der USS ist damals. Lachten alle über den Gruß. Na, okay, dann halt nicht. Es ging wahrscheinlich um Hank, quasi der Gevater Tote. Beim Englischen heißt er anders. Grim Reaper. Come in, Alpha. Alpha, do you read? Nighthawk, this is Hank from Alpha Team. Man, I thought you were all wiped out. I've been trying. I'm at point K12. Need info on my extraction. Guess there's no keeping down the Grim Reaper, huh? Na genau, Grim Reaper. Relax, Mr. Reaper. I'm headed toward the front gate of RPD. Pick you up there. Da müssen wir hin. Und das sind unsere Equipments hier. Ja, also das ist schon ganz schön schwer, das hier, aber glaubt mir, das Tofu-Survivor-Ding ist noch sehr viel schwieriger. Weil wir haben wenigstens Waffen. Oh, warte. Ich kombiniere das mal lieber so. So, ja. Also ich sag nicht, dass ich es durchspiele. Ich werde es versuchen, aber ich kann nicht sagen, ob ich es durchspiele. Scheiße. Ja, klar, komm. Habe ich keinen Pistolen? Wow, okay, krass. Habe ich irgendwie Selbstverteidigungs-Items? Ja, habe ich. Ach, das ist gerade Original-Sound, weil ich dachte nämlich gerade schon, das hört sich doch eigentlich komplett anders an hier. Oh Gott! Und da runter! Also ich glaube, dass wir hier lang müssen. Hier lang? Ja, okay. Ah Mann! Holy shit! Sind hier viele Hunde? Hier lang? Nein. Man kann auch keine Items finden. Man hat halt die Sachen, wo man halt... Ach du meine... Ich hab's doch eingesetzt. Ich schwöre, ich hab's eingesetzt. Das ist doch ein Witz, echt. Wie soll man denn hier bitte durch? Ach, kann man hier hoch jetzt? Ja, okay.
Weil hier kann man nämlich im Hauptspiel nämlich nicht durch. Na guck, das Teil ist nämlich auch kaputt. Das ist doch ein Witz. Wo muss ich hier lang? Ich habe keine Ahnung. Ich muss da lang, wo das Ding ist. Wo auch sonst. Das wird sowas von witzig. What the fuck? Hallo, geh weg! Alter. Weg hier. Und jetzt kommt da dieser blöden Junge da. Das ist so viel härter, als es aussah. Ach, hier dann lang, ne? Ja. Na, bis zum RPD ist noch scheiße weit. Lass mich vorbei, du Arsch! Das gibt's nicht! Weißt du, man kommt hier nicht durch, ohne gegriffen zu werden. Wie bitte? Das waren drei Magnumschüsse und das ist nur ein Licker. Ach du Scheiße. Der vierte Überlebende wird gar nicht der vierte Überlebende sein. Eine alte Box, die ich wahrscheinlich nicht verwenden kann, oder? Jo. Der hat mich natürlich gegriffen. Ja, ach komm. Hallo, verpiss dich. Ach, die Garage hoch, ja super. So ein Mist. Das ist ja schon schwer. Der Tofu ist so weit, weil es ja dann unmöglich, ey. Oh mein Gott, natürlich überlebst du das. Was? Oh Scheiße, da war ja ein Licker. Ja, das ist sehr schlecht. Das heißt, wenn mich das nächste Mal einer packt, werde ich gebissen. Ja, aber zum Glück ist der Tyrant nicht da. Der wird mir jetzt noch den Rest geben, das sage ich dir, sage ich euch aber. Oh mein Gott, ich sag's doch gerade noch. Scheiße, wie kann ich den jetzt dodgen? So? Ja, so. Oh Gott, ey, einfach weg hier. Ist hier nicht der Ausgang sogar? Die Tür ist natürlich abgeschlossen. Ich muss die Gärtner hier nehmen. Ach du Wichser. Ach Mann, ich treffe ihn vor allem nicht mal. Alter! Ja, komm! Weißt du, wenn da so viele auf mich beißen wollen? Natürlich packt mich da einer. Tja. Ja, sorry, Bro. Ja, komm, jetzt lass mich doch in Ruhe, du scheiß Zombie. Sogar der scheiß Tyrant ist ja schon da. Ja.
Lass mich in Ruhe! Wie zum Geier war er dadurch sogar nicht tot. Verpiss dich! Was? Geh weg! Da ist ein Tyrant, der mich hier verfolgt. Oh nein, nicht ihr. Ja, das war's. Natürlich packt er mich. Kann man nichts machen. Das ist einfach nur krank. Aber ich glaube, ich war schon über die Hälfte. Also ich glaube, so lange geht das nicht mehr. Ich hätte sogar schaffen können, wäre dieser blöde Ivy nicht gewesen, ey. Also hätte der mich jetzt nicht gekriegt, ich glaube, ich hätte sogar eine Chance gehabt, den jetzt hier echt, das hier jetzt echt zu schaffen. Das regt mich jetzt auf, natürlich. Nur weil dieser scheiß Ivy da ist. Alter Junge, aber also das ist ja schon krass. Ich meine, man hat so viele scheiß Items. Ich hätte auch Pistolenschuss herstellen können, ne? Das fällt mir jetzt gerade auch auf. Das habe ich jetzt natürlich. Und zwar ziemlich viel Schuss. Und natürlich sind alle Wege, die wohl schnell gehen würden, abgeschlossen. Warum bewegt ihr euch so viel? Weil ihr euch natürlich dann in die Richtung bewegt. Ja. Du mich auch. Wie er mich direkt wieder greifen will, was soll der Mist? Bleib doch einfach mal weg. Du hast doch mich schon angesnackt. Geh doch einfach weg. Jetzt kommen da oben diese blöden Hunde da. Am besten hier einfach durchkommen. Die sind eh zu irgendwie zu blöd oder so, nicht zu greifen. Was ich aber okay finde. Hier die sind eigentlich auch nur Dekorationen, könnte man so sagen. Da bin ich hängen geblieben. Ja, du mich auch, scheiß Hund. Ja, komm! Boah, jetzt geh doch da rein, Hank. Mein Gott, ey. Diese scheiß Hunde. Wieso sind da so viele? Ey, das gibt's ja doch. Das gibt's ja wohl nicht. Kann nicht sein, ey. Oh, geh doch weg, Mann. Hallo, Opi. Piss dich, du scheiß Opa. Alter Junge, dieser scheiß Zombie, echt. Warum steht der mir so blöd im Weg? Ja, jetzt kommen hier die Chi-Dinger da. Moin der Hölle, du Wichser. Ich hasse die, ich hasse den, wenn er dich sofort greift.
Der war letztes Mal noch nicht da. Verarschen könnt ihr mich nicht. Der war vorher noch nicht da. Boah, halt die Fresse. Und jetzt kommt der Mist hier gleich. Mit den ganzen, mit den Vieh. Hallo! Wieso? So, ah. Ja, komm. Jetzt kommen die hier auch noch rein. Ja, komm. Dann macht halt mal hin hier. Hat ja mal so scheiße lang gedauert hier. Wie lebst du noch? Jetzt. Ja, da kommen ja noch mehr. Was ist das denn? Unfassbar. Da sind sie alle rausgekommen, ey. Also der Modus ist machbar, aber der Tofu-Ding, Alter. Wieso? Vorher bist du auch mit drei Schüssen gestorben, ja? Und diesmal nicht. Das finde ich tatsächlich richtig unfair. Ich kann auch nicht für jeden Zombie so ein Verteidigungs-Item nutzen. Das ist halt richtig anstrengend hier gerade. Es ist unfassbar, dass ich nicht mal irgendwie so ein Schutzding habe. Kennt ihr denn nicht, wie die mich hier kaputt machen? Jetzt kommt wieder Mr. Wix. Das ist sogar jetzt diesmal schlimmer als letztes Mal. Wie bin ich jetzt wieder auf Warnung? Ich habe mich geheilt. Das macht ja so gar keinen Sinn. Ja, da kommt er jetzt. Wo auch immer du herkommst. Hat er mich wenigstens auf die richtige Seite geworfen. Und dann diese nervige Musik. Ach, da geht's ja nicht mal lange. Das ist ja lieb, dass man hier überhaupt lang kann. Danke. Ja, das war's. Ja. Danke, dass es den Weg gibt, wenn man da nicht mal lang kann. Das ist echt freundlich. Ich probiere das jetzt noch einmal. Mir reicht sonst echt. Das ist echt einfach nur purer Stress. So viele Gegner werden dir in den Weg geworfen. Dann kommt noch er. Und ich habe nicht mal Zeit, mich jetzt gerade zu heilen. Ich hätte es sowieso nicht mehr geschafft. So, das ist ja so bescheuert. Ja, komm, jetzt geh damit weg. Ah, das ist doch echt Bullshit. Ah, okay. Jetzt habe ich halt leider keinen Schrotflintenschuss.
Pony auf mich warten. Der Modus ist schwer genug, so dass ich es eben nicht schaffe. Der erste ist es. Geh, wie schnell die sind. Scheiß. Und vor allem, vorher habe ich so ein Schild irgendwie bekommen, von wegen, dass ich halt nicht so viel Schaden nehme. Ich werde da penetriert und bekomme das nicht. Hallo, das könnt ihr mir doch wenigstens schenken. Ich denke nicht, sollte mir das Spiel trotzdem... Ah, komm. Ja. Ja, du stinkst auch. Weißt du, ich werde da sogar noch gebissen. Also diese Stelle ist echt Frust. So viele da, Alter. Mann, ich weiß, dass du lebst, du Arsch. Stirb. Denn von dir werde ich nicht mehr gebissen. Ja, das war's. Ich werde schon wieder gebissen. Es ist unvermeidlich, du kommst nicht an denen vorbei. Ohne dass die dich beißen. Sag ich ja. Also er hat mich jetzt gar nicht gebissen, aber hätte er. Und dann kommen jetzt wieder diese G-Dinger. Das ist auch nervig as fuck. Diese G-Monster. Vor allem der eine, wo das so auf die... Ja, jetzt kommt er hier mit ihren Kindern. Das Ding. Nein, du kriegst mich diesmal nicht. Okay, das war jetzt perfekt. Guck, diesmal ist der Zombie auch nicht mehr da. Was ist das? Jetzt ist er hier. Wie oft in der Death ist seine Position? Ich muss echt hoffen, dass ich, wenn dann von vorne gegriffen werde, weil so kann ich mich halt wenigstens noch verteidigen. Und jetzt bin ich hier bei diesem Krebsraum, wo da so arsch viele drin sind. Und ich da durchgekommen bin. Aber diesen Licker hier muss ich töten. Da führt kein Weg vorbei. Wie hat das bitte nicht getroffen, vorbeizurennen? Und die brauchen sowieso zu lange, um aufzustehen. So dass du eben. Und an den. Und durch den kannst du anscheinend durchlaufen. Habe ich zumindest herausgefunden. Und an dem hier eigentlich auch. Außer es hat sich wieder was verändert. Nein. Also manche Gegner musst du echt töten, aber manche kannst du echt vorbeilaufen. Hier zum Beispiel auch, das geht. Da musst du nur hier direkt nach links. Boah, zum Glück ist man auch an der Leiter sicher. Weil diese Scheißhunde, ey. Wieso trifft das denn nicht? Nein. Weg hier mit dem.
Okay. Hallo, schlag doch zu! Gott. Ey, mach, der drängt mich da voll in die Ecke. Wieso nicht? Wieso hat jetzt das zum Beispiel nicht getroffen? Dem schieße ich voll in seinen Arm, er überlebt. Das finde ich echt brutal chillig, ja. Wenn du wüsstest, was bei mir abgeht. Ich weiß nicht, ob ich das jetzt einsetzen hätte müssen, aber ich glaube schon. Ja, hier werde ich wieder gebissen. Ist unvermeidlich wieder. Explodiere auch wenigstens. Oh, hier hätte ich auch einfach stehen bleiben können. Ja, das hätte auch geklappt. Was? Wie kommt der da hin? Ja, okay, das passt. Jetzt explodier einfach. Nein! Weh, ich werde jetzt wieder direkt hier weggeboxt. Okay, wir sind wieder da, wo wir vorher waren. Nur, dass ich diesmal Verteidigungs-Items habe. Nur für den Fall, dass ich gegriffen. Wieso nicht? Jetzt boxt er mich hier. Das finde ich echt nicht witzig, ey. Da werde ich einfach in den Gegner reingeboxt. Der mich dann auch noch direkt greift. Oh nein. Ja, komm. Verpiss dich! Wieso kennen die so schnell aus ihrer Animation raus? Er war gerade in der Animation mich quasi in der Tür und dann schon direkt. Ja, ist mir scheißegal. Das wird auch wieder nichts. Ich habe zu wenig nicht Highlight-Items, sondern keine Verteidigungs-Items mehr. Und der da knabbert einen Zombie, an der jetzt auch einer ist. Super, danke. Oh ja. Hier muss ich gar nicht lang wahrscheinlich, oder? Oh doch, hier muss ich lang. Hier hoch? Ich habe keine Ahnung. Ja, vielleicht raus. Zum Teufel? Ja, ich werde angechisst. Aber nicht vergiftet wegen dem Schild. Und jetzt lass mich hier runter. Lass mich hier runter. Warum bin ich denn noch in der Cutscene? Der hat mich schon seit 30 Sekunden losgelassen. Und ich bin immer noch da, als hätte er mich noch gerade getroffen. Ja, hier ist das Ziel irgendwo. Kann ich mir... Ja, müsste eigentlich. Oh mein Gott. Oh nein, hier ist vom Ivy. Weh, ich werde jetzt vom Ivy gegriffen. Verpiss dich, du Wichser. Oh mein Gott, es tut mir so leid, dass ich hier rumfluche, aber ich bin jetzt so kurz vorm Ende. Mich wird jetzt aufregen, wenn ich jetzt sterbe. Ich sag's so, wie es ist. Mich wird jetzt einfach aufregen hier. Weg mit dir. Komm. Ja. Mr. X kann mich noch.
hab's geschafft. Oh, leck mich am Arsch. Ja, so will ich jetzt genannt werden, ja. Und es war ja noch gar nicht das Schwierige. Bei The Tofu Survivor muss man genau das gleiche, die gleiche Route laufen, nur dass man nur ein Messer hat. Mhm. Und quasi nicht kämpfen kann, sondern man muss halt einfach Glück haben, dass man von vorne gegriffen wird. Und ich glaube, man hat nur wenn dann eine Krautkombination, glaube ich. Und das war's. Aber Leute, Tofu Survival machen wir im nächsten Part. Wir sehen uns dort bei dem Horror und ciao.